Franz ist Projektleiter in einer Firma im Bereich Energietechnik und trägt dabei die Verantwortung für mehrere Projekte in der frühen Phase der Produktentwicklung. Durch Recherche und Forschung seines Projektteams kommt im Laufe der Zeit kontinuierlich neues Wissen hinzu, weshalb sich auch die Entwicklungsziele ständig ändern. In diesem frühen Entwicklungsstadium benötigt Franz ein System, das die Modellierung dynamischer Ziele unterstützt. Deswegen arbeitet er mit Zielsystemen, die Anforderungen und Randbedingungen sowie deren Begründung und Abhängigkeit beinhalten. Während er mit einem Entwicklerteam das Zielsystem modelliert, fallen sehr viele Informationen an. Dadurch wird er beeinträchtigt, den Überblick über die Ziele und Anforderungen und Randbedingungen aller Projekte zu behalten und darzustellen, insbesondere weil Franz die Verantwortung für mehrere Projekte trägt. Dies beeinträchtigt die effektive Einbindung der richtigen Fachexperten und erschwert die Entscheidungsfindung des Managements. Um für mehr Übersichtlichkeit zu sorgen und dem aktuellen Stand seiner Entwicklungsprojekte zu verfolgen, möchte Franz Projektmanagement-Tools einsetzen. Diese gleichen vorher definierte Aufgaben mit dem bisher erreichten Stand ab. In Vorentwicklungsprojekten ist es jedoch schwierig für Franz, sinnvolle Aufgaben zu definieren, da sie aus Zielen abgeleitet werden, welche am Anfang oft noch unkonkret sind und sich ständig ändern. Um eine Aussage treffen zu können, leitet er den Projektstatus aus dem aktuellen Reifegrad des Produkts ab. In klassischen Modellen wird der Reifegrad im Ist-Soll-Vergleich bewertet, der sich an Objekten wie zum Beispiel Prototypen orientiert. Mit Hilfe von Prototypen lassen sich in der frühen Phase jedoch nur Teilaspekte validieren, da das Produkt noch nicht vollständig definiert ist. Aufgrund dieser Produktabhängigkeit ist eine gute Aufgabendefinition schwierig. Seine Ziele könnten qualitativ durch die Kriterien des Anforderungsmanagements bewertet werden. Allerdings ergeben sich dabei Schwierigkeiten in der Anwendung, da ein ganzheitlicher Ansatz fehlt, Schlussfolgerungen über die Reife der Zielsysteme zu ziehen und entsprechende Entscheidungen zu treffen. Franz benötigt daher ein konsistentes Modell, mit dem der Reifegrad in der frühen Phase modelliert und allen Projektbeteiligten zugänglich gemacht werden kann. Wie kann ein solches Modell aussehen?